Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Heute möchte ich euch eine Schmuckausgabe eines Kinderbuchklassikers vorstellen. Und zwar ist es dieses wundervolle Stück hier, Der Zauberer von Oz, eigentlich im Original von Lyman Frank Baum, hier aber neu erzählt von Sebastian Perez und illustriert von Benjamin Lacombe. Das Buch ist im Jacobi und Stuart Verlag erschienen, kostet 29 Euro, hat etwa 110 Seiten und ist relativ frisch erschienen, also im letzten Jahr 2019. Ja, mich hat das ganze Konzept total angesprochen. Ich bin ja ein großer Fan von illustrierten Schmuckausgaben, aber auch von Märchenklassikern, Märchenadaptionen oder eben Kinderbuchadaptionen. Und ja, wer vielleicht mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß auch, dass ich Benjamin Lacombe als Illustrator sehr, sehr mag und schätze. Und deswegen hat mich natürlich das Gesamtkonzept sehr angesprochen. Da bin ich sehr glücklich, dass mir der Verlag das Buch als Rezensionsexemplar zugesendet hat und sage vielen lieben Dank dafür. Ja. Das Buch ist insofern etwas Besonderes, nicht nur, dass Benjamin Lacombe es illustriert hat und wunderschön, wie ich finde, das macht so viel her, innen wie außen, sondern Sebastian Perez hat sich einen erzählerischen Kniff herausgenommen. Er berichtet die Story nicht aus Dorothys Sicht, sondern aus der Sicht der Vogelscheuche. Und damit haben wir eine ganz andere Perspektive. Das hat mich auch sehr neugierig gemacht. Er soll auch einen poetischeren Schreibstil haben und das Ganze so ein bisschen leichter machen, nicht so mit dem moralischen Zeigefinger. So wurde das jedenfalls beworben. Und das Ganze hat mich neugierig gemacht. Ich habe die Geschichte dieses Klassikers bereits gelesen in einer anderen Ausgabe. Steht bei mir im Regal und es ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Deswegen habe ich mir nochmal eine Zusammenfassung des Klassikers durchgelesen, damit ich so ein bisschen vergleichen kann, was ist hier inhaltlich anders und euch das dann hier auch im Video berichten kann. Ja, wir fangen natürlich ganz anders an als im Klassiker. Wir begleiten nicht Dorothy, die durch einen Wirbelsturm in das Land, in dieses fabelhafte, fantastische Land gewirbelt wird, sondern wir begleiten zunächst einmal die Vogelscheuche, die von Munchkins ja, hergestellt wird, zusammengebastelt wird und auf Feld gesteckt wird mit einem Stock und begleiten erstmal seinen Gedanken, bis Dorothy vorbeikommt und ihn von diesem Stock befreit. Und ihn dann mitnimmt auf ihrer Mission. Sie möchte nämlich zum Zauberer von Oz, um wieder nach Hause zu kommen. Das ist ihr Ziel. Sie möchte wieder zurück zu ihrer Tante und zu ihrem Onkel. Ihr einziger Begleiter zu Anfang war Toto, der Hund. Und ja, jetzt hat sie die Vogelscheuche. Später begleiten sie oder treffen sie noch auf den Blechmann und auf den Löwen. Und alle sind auf der Suche nach etwas. Und zwar, die Vogelscheuche hätte gern einen Verstand, ein kluges Gehirn. Dann haben wir den Blechmann, der gerne ein Herz hätte und der Löwe, der gerne Mut hätte. Ja, und so brechen sie alle auf zum Zauberer von Oz, um ja, Hilfe zu bekommen. Und ja, auf diesen Abenteuer begleiten wir diese vier oder beziehungsweise fünf Gefährten. Ja, und im Grunde muss ich sagen, dass es doch sehr am Original geblieben ist. Ich habe hier nicht viel exotische inhaltliche Wendungen gehabt, die mir nicht bekannt vorkamen oder die sie irgendwie sehr abweichen. Natürlich ist es interessant, der Vogelscheuche beim Denken zuzugucken, weil gerade die Vogelscheuche sich ja ein Gehirn wünscht und es ist irgendwie schön, dabei zuzuschauen. Und ja, zu erleben, wie er doch immer wieder tolle Einfälle hat und ja, tolle Ideen und die Gruppe vorwärts bringt mit seinen klugen Ideen und ja, das dann noch deutlicher macht, ja, dass die alle Gefährten im Grunde das bereits haben und es schon in ihnen steckt, was sie suchen. Der Löwe ist eigentlich sehr, sehr tapfer und sehr mutig, denn er fürchtet sich zwar sehr, aber immer wenn es darauf ankommt, dann ist er mutig, denn überwindet er seine Ängste. Der Blechmann ist immer sehr emotional und hat immer großes Mitleid mit anderen Figuren und hat dadurch auch immer wieder ein großes Herz, beziehungsweise beweist immer ein großes Herz. Und auch die, ja, Vogelscheuche habe ich ja schon gesagt. Und Dorothy hat im Grunde auch das, was sie sucht,
schon an ihren Körper, nämlich die Schuhe, die sie ja eigentlich an allen Orten bringen kann, können, die sie ja besuchen möchte. Ja, also es ist eine schöne Fabel, auch der Klassiker natürlich darauf, dass man das, was man sucht, oft in sich drin findet und einem nur der Glaube an sich selbst fehlt. Ja. Ansonsten ist hier nicht viel anders und was das jetzt mit der Sprache ausgemacht hat, kann ich nicht sagen, weil erstmal habe ich das Original von Lyman Frank Baum nicht gelesen in der Originalsprache und auch Sebastian Peres, das Ganze ist ja aus dem Französischen übersetzt, kann ich jetzt nicht sagen, wie sehr sein Schreibstil davon abweicht. Ich fand, es war sehr gut zu lesen, poetisch ja, durch diese Gedanken der Vogelscheuche schon irgendwie, besonders am Anfang und am Ende auch, aber es ließ sich trotzdem sehr gut flüssig weglesen. Ja, daher finde ich, dieser Perspektivwechsel ist zwar interessant, aber nicht unbedingt notwendig, weil ich den Mehrwert jetzt hier nicht so sehr entdecken konnte. Fand ich so ein bisschen schade, aber hat die Geschichte aber auch nicht schlechter gemacht dadurch. Dann zu den Illustrationen. Also das Buch ist unglaublich schön aufgemacht, also durchgängig farbig illustriert. Wir haben immer wieder Kapitelübergänge, die sehr, sehr schön aufgemacht sind. So sieht das Ganze immer aus. Und ja, die Illustrationen, die haben mich wieder unglaublich angesprochen. Ich kann euch ja mal was raussuchen. Hier haben wir zum Beispiel Toto, den Hund, der sehr, sehr süß gezeichnet ist. Oder hier haben wir den Löwen, der im Mohnfeld eingeschlafen ist. Ja, also die Illustrationen haben mich wieder sehr verzaubert. Was mir aber schon mal bei Benjamin Lacombe aufgefallen ist, dass er sich manchmal große künstlerische Freiheit nimmt und nicht so sehr am inhaltlichen Text oder am Inhalt sich orientiert, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Also er legt da vielleicht auch so ein bisschen Symbolkraft rein, aber das brauche ich denn nicht unbedingt. Ich kann euch zum Beispiel einmal ein Bild von der guten Hexe Glinda zeigen. Wirklich sehr schön hier. Aber in der Geschichte kommen keine Schmetterlinge vor und ich finde es halt unglaublich seltsam. Was macht sie da? Küsst sie den Schmetterling oder frisst sie einen Schmetterling? Eigentlich sieht das eher aus, als würde sie den Schmetterling essen. Ja, das finde ich dann immer seltsam, warum er das so macht. Also da gibt es doch einige Beispiele dafür, dass er sich überhaupt nicht an ja, den Inhalt hält. Und dann so skurrile Sachen mit einbaut, die ich etwas ja, komisch finde. Vielleicht ist es einfach sein Stil und das ist so ein, ja, tatsächlich so ein Kritikpunkt, den ich an seine Illustration habe. Was ich auch immer schön finde an diesen Ausgaben ist, dass am Ende immer noch so ein kleiner Teil über die ja, die Schaffer, über die Künstler so ein bisschen erzählt wird, über die Autoren, zum einen auch über Lyman Frank Baum, aber auch eben zu den neuen Autoren, Sebastian Peres und den Künstler. Und auch über die Entstehungsgeschichte des Klassikers und wie das Ganze denn zu dieser Ausgabe gekommen ist. Also da erfährt man nochmal so ein paar ja, Zusatzinformationen um den Klassiker herum, um die Entstehung der Geschichte. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Ausgabe, mit, wie gesagt, kleinen Abzügen. Ich hätte den Perspektivwechsel jetzt nicht unbedingt benötigt, weil daraus nicht viel Mehrwert entstanden ist und eben die Illustrationen, die manchmal nicht sehr nah an dem Inhalt sind. Aber ich finde, das sind sehr kleine Punkte und dieses Buch wird auf jeden Fall einen besonderen Platz erhalten, beziehungsweise hat schon einen besonderen Platz im Bücherregal erhalten, schön frontal, dass man diese wunderschöne Illustration auch sehen kann. Ja, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick zu erhalten in diese Schmuckausgabe. Erzählt mir doch gerne, ob ihr auch solche Schmuckausgaben habt, ob ihr sie mögt oder ob ihr meint, okay, nein, mir reicht der Text, der Inhalt des Klassikers. Ich möchte gar keine Neuerzählung haben. Und vielleicht habt ihr ja auch genau diese Ausgabe und könnt mir eure Erfahrungen berichten, wie ihr das Buch fandet beim Lesen und beim Betrachten. Das würde mich interessieren und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.